Hallo zusammen. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, was mit dem neuen Dashboard bzw. dem Moodle-Update auf Sie zukommt. Sie geben wie gewohnt moodle.evhn.de in Ihren Browser ein, Sie geben Ihre Anmeldedaten an und klicken auf Anmeldung und landen dann sofort auf dem neuen Dashboard. Im oberen Bereich sehen Sie jetzt Ihre zuletzt besuchten Kurse. Da ich auf einer Testseite unterwegs bin, sind das bei mir Kurse von 2018. Das sollte bei Ihnen anders sein. Im unteren Bereich haben Sie nun eine Kursübersicht. Diese ist voreingestellt in der Form, dass Ihnen alle Kurse, in die Sie eingeschrieben sind, angezeigt werden. Das können Sie aber auch ändern, indem Sie auf alle klicken und zum Beispiel nur laufende Kurse auswählen, also deren Kursdauer noch andauert. Sollten fürs nächste Semester schon Kurse angelegt sein, können Sie natürlich auch künftige oder eben vergangene Kurse auswählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Favoriten zu benennen. Das funktioniert, indem Sie einen Kurs bzw. die drei kleinen Punkte daneben anklicken, diesen Kurs als Favoriten markieren. Und wenn Sie sich nun die Favoriten anzeigen, wird Ihnen dieser Kurs angezeigt. Möchten Sie das nicht über die laufenden Kurse machen, können Sie zum Beispiel jedes Semester Kurse als Favoriten benennen, die Sie in diesem Semester brauchen. Ist das Semester dann rum, klicken Sie wieder auf die drei kleinen Punkte und entfernen den Kurs aus den Favoriten. Wenn Sie nun wieder auf Favoriten klicken, ist der Kurs nicht mehr da. Ich möchte zurück zu den allen Kursen, damit ich die komplette Übersicht habe. Diese sind nun alphabetisch sortiert. Das kann ich ändern, indem ich auf Kursname klicke und mir nur die letzten Zugriffe anschaue. Automatisch habe ich also nun die Kurse, die auch hier oben bei zuletzt besuchte Kurse auftauchen. Momentan ist die Kachel- bzw. Grid-Ansicht voreingestellt. Arbeiten Sie lieber mit der Listenansicht, können Sie die Liste auswählen oder eine Kombination aus beidem in der Beschreibung auswählen. Über die Startseite können Sie sich wie gewohnt in Kurse einschreiben. Anders wird die Sortierung sein. Für die EVHN-Studierenden haben wir also immer noch den Kursbereich EVHN. Dann werden Sie aber die Namen der Dozierenden finden, sowohl der Hauptamtlichen als auch der Lehrbeauftragten. Wie gesagt, das hier ist eine Testseite, deswegen ist das Ganze noch ein bisschen ausgedünnt. Möchte ich mich nun in einen Kurs von Frau Bürkle einschreiben, klicke ich auf ihren Namen und wähle den jeweiligen Kurs aus. Viel Erfolg beim Ausprobieren und viel Freude mit dem neuen Moodle.